Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, uns alle eint der Wille, unsere Krankenhäuser mit ausreichendem Personal auszustatten. Es fragt sich allerdings, wie der Weg dazu führt, und über Nacht wird uns das mit keinem Antrag gelingen. Und wenn ich jetzt Ihre Anträge, die uns heute vorliegen, mir ansehe, dann glaube ich, Sie kommen mir vor wie die Geister aus der Vergangenheit, Herr Kollege. Vor anderthalb Jahren haben wir die Krankenhausreform beschlossen, deren Verbesserungen nun immer mehr in den Klinikalltag hineinwirken. Ich sage nur Pflegezuschlag, Hygieneprogramm, Qualitätsoffensive. Mit dem Krankenhausreformgesetz investieren wir bis zum Jahr 2020 knapp 10 Milliarden Euro zusätzlich in die Krankenhäuser. Und das ist wirklich eine gute Nachricht für die Patientinnen und Patienten in unserem Land. Sie aber wenden den Blick lieber zurück in die Vergangenheit und fordern heute einmal mehr die Rückkehr zu Strukturen aus dem letzten Jahrhundert. Meine Damen und Herren, als der Gesetzgeber das Kostendeckungsprinzip abgeschafft hat, geschah das, weil die Kosten in den Krankenhäusern oft nicht mehr nachvollziehbar waren. Und nur weil ein Krankenhaus teuer war, musste das nicht heißen, dass es auch gut war. Es hat mit Gemeinwohl herzlich wenig zu tun. Einem teuren Krankenhaus unreflektiert auch teure Preise zu bezahlen. Stattdessen ist es richtig, Leistung zu belohnen. Häuser, die mit hohem Behandlungsaufwand für die Patienten wichtige Leistungen erbringen, müssen wir gezielt und gerecht finanzieren. Und genau das haben wir mit dem Krankenhausstrukturgesetz auch getan. Wir haben für die betroffenen Krankenhäuser Zuschläge für besondere Situationen vorgeschlagen und ausgebaut, etwa für Zentren, aber auch für notwendige Landkrankenhäuser. Und genauso haben wir für die Hochschulkrankenhäuser den Investitionskostenabschlag abgeschafft und die Hochschulambulanzen entscheidend gestärkt. Und damit haben wir eine faire und leistungsgerechte Vergütung unserer Krankenhäuser auf die Beine gestellt. Denn anders als mancher Antragsteller ist das DRG-System ein lernendes System, meine Damen und Herren. Genauso richtig ist, dass die Bundesregierung Anfang des Monats einen Vorschlag für Personaluntergrenzen gemacht hat. Künftig soll die Selbstverwaltung in besonders sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel im Falle von Intensivstationen, Personalvorgaben festlegen. Wir schließen damit nahtlos an den Pflegezuschlag und an das Pflegestellenförderprogramm an, das wir bereits im vorletzten Jahr beschlossen haben. Und ich erwarte, dass die Selbstverwaltung bis Mitte nächsten Jahres eine gute und ausgewogene Regelung im Interesse der Patienten trifft. Gerade im Krankenhausbereich wäre das eine gute Gelegenheit, die Effektivität und die Funktionsfähigkeit der Strukturen unserer Selbstverwaltung unter Beweis zu stellen. Meine Damen und Herren, es ist angesprochen worden, lassen Sie mich das auch tun. Lassen Sie mich anschließend auch ein paar Worte zur Investitionsfinanzierung unserer Krankenhäuser sprechen. Hier sind die Länder zuständig. Es ist für manche Länder immer sehr einfach und bequem, lauthals nach Steuer- oder Versichertengeldern zu rufen. Die Wahrheit ist aber, wenn der Freistaat Bayern pro Kopf 40% mehr Investitionsgelder für die Krankenhäuser bereitstellt als Nordrhein-Westfalen, dann gibt es dafür keine vernünftige Erklärung, meine Damen und Herren. Ich kann daraus nur den Schluss ziehen, dass sich manche Länder schlicht und einfach aus ihrer Finanzierungsverantwortung stehlen. Und das können und werden wir auch nicht belohnen. Und schon gar nicht mit Versicherten und Steuergeldern. Meine Damen und Herren, die Große Koalition hat in dieser Legislatur die Krankenhausstrukturen umfassend reformiert.
Wir haben deutliche Akzente gesetzt auf Qualität, auf Hygiene, auf die Pflege am Bett. Das alles tun wir im Rahmen der Innovation und Wettbewerbsfähigkeit belohnt und das auch richtig so eingeführt. Ihr Antrag hat mit all dem nichts gemein. Wettbewerb ist für Sie Teufelszeug. Innovation erwähnen Sie nicht ein einziges Mal. Stattdessen sprechen Sie auf 4 Seiten 21 Mal von Planen und Planung. Das zeigt doch mehr als deutlich, was Ihnen wirklich vorschwebt, nämlich Planwirtschaft. Und gerade Sie müssen doch wissen, dass durch Planwirtschaft ganze Staaten zugrunde gegangen sind. Für Planwirtschaft, meine Damen und Herren, stehen wir als Union nicht zur Verfügung. Danke. Die Kollegin Bärbel-Baas spricht jetzt für die SPD.